Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei meinem Stoneheart Entspannungsspiel. Wo wir eigentlich gerade angegriffen werden. Und das echt scheiße ist, weil dieser Headknocker mich gerade ärgert. Und habe ich jetzt gerade einen Knick in der Optik oder haben sich die Schriftarten verändert vom Spiel? Also jedenfalls, ich habe jetzt die deutsche Übersetzung drauf gemacht, weil es Gott sei Dank einen netten Menschen gibt, der im Workshop eine deutsche Übersetzung reingemacht hat. Da habe ich vorher nicht nachgeguckt und deshalb hatten wir bis jetzt immer auf Englisch gespielt, weil es gibt keine offizielle Übersetzung in dem Sinne. Aber die wird hier schon lange gepflegt und gemacht. Also warum nicht? So, mir hat doch irgendjemand was gesagt wegen dem... wegen dem Nutzen der Straße. Dum, 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 dum. Das kann alles weg. Das Interface ist fast noch richtig. Das ist bei anderen Übersetzungssachen meistens nicht mehr der Fall. Ach, da fällt mir ein, das Händlerding. Ein Goblin mit einem extravaganten Hut stolziert in die Stadt. Wir haben Vorräte, wir nehmen, wir gut, wir haben Verständnis. Eisenspieß und Steinbrocken. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was der Eisenspieß ist mehr, weil die Übersetzung ja gemacht wurde. Das ist ein Eisenspieß. Sollen wir mal eben gucken, ob irgendjemand auf dem Dach festsitzt. Und ich hatte eine Info gehabt von netten Herrschaften, dass ich doch mal am Weg das Abbautool benutzen sollte, aber es funktioniert. Das kann ich leider nicht. Wird das funktionieren? Ziehen, um Objekte permanent zu zerstören, geht auch nicht. Und Bienenabbau geht auch nicht. Deshalb, es gibt kein Tool, wenn ich das richtig verstehe, um die Straße nochmal genau anzupassen. Ich muss das wirklich abreißen. Um das farblich zu korrigieren. Also egal, was der Chat bis jetzt gesagt hat. Nö. Gibt nix. Süßkartoffel. Habe ich auch falsch übersetzt immer, ne? Hab gesagt, das ist einfach eine Kartoffel. So, die Leiter können wir wegnehmen. Dann wurde sich gewünscht, dass man eine Kirche baut. Und dass ich eine mehretarische, mein Gott, eine Schmiede unter der Erde bauen werde. Sollte. Aber eine Schmiede unter der Erde stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Da muss ich nämlich erstmal ein Loch buddeln für, ne? Ich glaube, das kann ich nicht in dem Bereich machen. Moment, du bist der Schmied, ne? Du guckst dir gerade einfach den Hammer an. Level 5 Schmied untätig. Das finde ich aber nicht gut. Du sollst schon ein bisschen arbeiten. Also selbst wenn sich die Schriftart jetzt aus unerklärlichen Gründen geändert hat, finde ich die sogar schöner. So, Eisenbarren sind erstmal egal.
Dann kannst du ein paar Silberbarren und Stahlbarren. So, dann buddelt mal hier einen Tunnel rein. Müssen wir gleich eine Leiter bauen, die da rausführt. Kisten alle voll. War ja auch wieder klar. Stellen wir 10 frische Truhen her. Und grunzt nur. Ach, wie ist seinen kleinen Käfer liebt. Ich bin mal gespannt, wie es später ist mit der Anzahl der Einwohner. Jetzt kann ich das doch, hier kann ich das eigentlich sehen. Weil ich habe einfach mal hochgestellt auf 80. Das ist übrigens die Supergeschwindigkeit. Das wollte ich nicht mit dem Stadtlager deaktivieren. Weil dass Gegenstände limitiert sind, wird schon okay sein. Also. Da wollte ich mich nicht so stressen. Ein einfacher Kleidungshändler ist da. Extra Polsterung für die Birne. Den Rest haben wir ja. Also von der Kleidung her gesehen. Noch ein Rudel Waschbären ist auf den Weg zu deinen Farmen, aber die werden von den Schützen abgewehrt. Da fällt mir gerade ein, wo ich den schwer Verletzten sehe. Stell mal Bandagen her. Bäriger Buschsamen. Süßkartoffelsteckling. Aber warum soll ich das so machen? Süßkartoffeln pflanze ich doch eh schon an. So, für die Goblins haben wir die Sachen. Zeig mir mal bitte den Abbau. Gut. Von oben nach unten können wir nicht an der Stelle machen. Na, solange die nicht bis auf den Boden gebuddelt haben, kann ich mir sparen, hier eine Leiter hinzusetzen.
Bam, 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 bam. Vor allem der Ritter ist richtig gut gepanzert später. Wenn wir mal einen ernennen. Oh, der Arme. Warte, ich lasse euch jetzt raus. Das Loch ist fertig gebuddelt, ihr dürft gehen. Kuckuck. Oh, er ist sehr, sehr, sehr unglücklich. So ziemlich gut für Sklave. Weit zurück. Haben wir denn den Häuptling irgendwo angezeigt? Nö. Ist das da unten so dunkel, weil die Sonne in einem schlechten Winkel scheint? Leute, bringt doch den ganzen Scheiß da unten weg. Aber die stehen nur rum und wollen quatschen. Ah, jetzt fangen sie an zu arbeiten. Ah, irgendwie heute hängt's ein bisschen. Da ist auch die ordentliche Übersetzung. Dass die alle tragen. Also ich ernenne wir jetzt zum Ritter. Und dann Level 4. Zum Soldaten. Klappt ja super. Da kommt der Ritter wieder. Mysteriöser Nebel. Ich frage mich, welches Wunder unter diesem geheimnisvollen Nebel liegt. Ach, das ist der Nebel. Deshalb ist es so dunkel. Deshalb stirbt wahrscheinlich die Performance auch gerade. So, er ist Level 1 Fußsoldat. Und zieht direkt ein paar Sachen an. Ein junger Koch ist mit einem Koffer voller Frühstücksspeisen angekommen. Zum Beispiel wundervolle Omelettes. Wildschweinfelle.
Gold will ich bestimmt nicht verkaufen. Ach, die Setzlinge sind eh nichts wert. Hat ein Kobold auf Klärer fallen lassen. Das brauchen wir auch nicht. Ich setze das Ding jetzt ohne tieferen Grund erstmal dahin. Schauen, was man damit machen kann. Ruf einen Händler an diesem Stand. Achso, dann kommt einfach einer. Auf, Soldaten. Oh nein, warum rennt es weg? So, jetzt nicht so schwer. Koboldwolf. Moment, da oben schießt doch einer auf mich runter. Was ist da unten noch drin? Ein Haufen Lehm. Toll. Moment. Da macht hier auch Lehm rein, wenn es sein muss. Hauptsache, das Zeug ist da weg. Und ja, ich wäre auch gern weiter mit dem Bauen. Beziehungsweise überhaupt das Planen. Ja, sehr schön, ich kann über die Mauer drüber bauen. Hoffen wir mal, das funktioniert gleich auch so. Okay, wenn ich einen Raum baue, gilt der automatisch als gesetzt. Moment, der Stadtalarm muss noch aus. Beziehungsweise der kriegt automatisch einen Flur. So kann man dann direkt vom ganzen Raum die Sachen editieren. Das ist doch nett. Okay, nur wie mache ich das jetzt, wenn ich... Also ich kann jetzt eine Treppe hochbauen. Mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt einen Raum da drüber setzen. Ob der automatisch das ausspart. Das macht er nämlich nicht. Ja, und dann wird er den ganzen Raum löschen. Also wird es dann Handarbeit, oder? Flur. Was haben wir denn bei den anderen Häusern für Flure drin? Kann ich gerade nicht sehen wegen dem Nebel, ne?
Ich glaube, die haben hier immer diesen bunten Flur da drin. Ja. Okay, das Höhe für die Treppe ist Maximum. Damit verkürze oder verlängere ich die Treppe. Klappt das jetzt richtig? Nö. Und es gibt halt kein Aussparungstool in dem Sinne. Stopp, stopp, stopp. Ach, warum hat er es denn jetzt hier auf die Ebene 3 gemacht? Ja, bitte neues Gebäude. Das Bautool ist besser, aber ich bin immer noch nicht 100% zufrieden. Und ich glaube, da wird sich nichts mehr dran verändern. Weil das klappt natürlich dann jetzt super. Jetzt geht der direkt auf Ebene 2. Können natürlich zuerst die Wände jetzt auch mal setzen. Wahrscheinlich kommt der ein bisschen durcheinander mit den Ebenen wegen der Erhöhung hier. Na? Ah! Der Bauprofi. Von werde ich niemals in dieses Gebäude reingucken können. Warum hasst mich dieses Tool eigentlich so sehr? Also wenn ich jeden, dem ich einen Block einzeln setze, dann ist das natürlich alles kein Problem.
Jetzt gucke ich gerade, ob irgendwas sich verändern lässt, wenn ich... Vielleicht fehlt mir auch einfach ein Hotkey. Wo einfach erklärt wird, ja, pass mal auf, du könntest ja theoretisch die Einblendung unterbinden, wenn du Hotkey XYZ machst. Ja, doofer Boden, ich weiß. Deshalb male ich jetzt einfach ein paar Blöcke in einer anderen Farbe, dass es aussieht, als wenn es Boden wäre. So, nächste Ebene. Ich hoffe, die können nachher daran vorbeilaufen. Moment, ich versuch's nochmal. Hol? Ach so, dann ist da drunter nichts zu sehen. So ein richtig schöner Keller. Dann lass uns mal den wegnehmen. Gibt es eigentlich eine Maximalhöhe von Gebäuden? Wahrscheinlich, ne? Oh, jetzt können wir mit 1 nicht nach ganz unten gucken. Das Ausblenden-Tool klappt natürlich nicht gut dann. So, gehen wir nochmal auf zweite Ebene. Ansonsten wird das Gebäude einfach super buggy und wir müssen alles wieder abreißen nachher. Das ist aber auch in Ordnung, damit kann ich leben. Und ich dachte eigentlich, dass ich die drei auch gesetzt hatte. So, dritte Ebene. Blablabla, Kaninchen können mich ruhig angreifen. Vierte Ebene. Na. 3, 4. Ach so, würde ich letztendlich, ja. Deshalb checkt er das auch nicht, dass unten noch ein Raum ist. Kann sein, weil ich hätte das hier oben aufsetzen müssen. So, schauen wir mal. Es wird die hässlichste Schmiede aller Zeiten.
So, Wände nicht teilen, sondern wir bauen jetzt erstmal nochmal hier oben eine weitere Etage. Setzen wir nochmal mit der Tür an. Kommt so eine Steintür hin. Ja, nicht das Dach, sondern... Weiß auch nicht, ich kann das jetzt im Nachgang nicht einfärben. Doch, wie ich es anklicke. Haben die denn hier alle für Dächer? Ich sag nicht, das wurde manuell gebastelt, weil dann muss ich leider heulen. Das wurde wahrscheinlich, weil das ist so, also so in etwa gebaut und dann wird diese Mittellinie da gebaut. Moment. Ach komm. Entfernen das Dach nochmal, dann schauen wir jetzt nochmal rein. Bitte hier mit den Türen und Fenstern weg. Fallen lassen. Ah, jetzt passt du die Farbe an, du Sauhund. Das ist wirklich super ätzend, dass dieser Dachtyp so nicht existiert. Dann basteln die hier eine Dachfarbe zusammen, die es gar nicht gibt. Jedenfalls nicht als Muster. Oder es sieht nur so unterschiedlich aus, weil der hier so ein Doppelgefälle hat an der Seite, was du hier gar nicht einstellen kannst. Man müsste das Dach wirklich manuell bauen, von vorn bis hinten. Dafür ist das alte Tool besser. Du konntest im alten Tool nämlich zum Beispiel angeben, wie weit das Dach übersteht und all so Geschichten. Das gibt's hier nicht mehr. Schade, eigentlich. Ich glaube, ich bin schon seit Tagen hier am Rumklicken jetzt. So eine Etage runter.
Obwohl, sollte die Schmiede nicht einfach besser draußen stehen? Würde mich sagen, Schmied arbeitet schon draußen. Dann könnte das trotzdem sein Haus sein. Ich mach mal lieber Pause. Ach, wir werden weiter nächstes Mal bauen. Ich überziehe jetzt schon volle Kanne. Wir bauen weiter nächstes Mal in der Schmiede. Sie ist super hässlich. Allerdings baue ich mal ein Gebäude selbst. Also, bis zum nächsten Mal. Tschöle, euer Imperator.